Guten Morgen hinter der Kamera. Guten und? Morgen vor der Kamera. Eigentlich wollten wir schon lange unterwegs sein, aber es war heute Morgen so nebelig und so feucht, dass wir uns entschieden haben, doch noch ein bisschen zu warten und später zu gehen. Und jetzt trinken wir dann doch erst einen Kaffee, das wollten wir eigentlich nach der Wanderung machen, aber jetzt gibt es einen Kaffee, Melanie isst ein Porridge und dann geht's aber los. Wir sind Melanie und Uwe und schon seit 1990 sind wir am liebsten in der schönen Natur unterwegs. Dazu gehört für uns das Wandern, allein oder mit Freunden, Reisen mit unserem selbst ausgebauten Van und vor allem den Moment genießen. Mehr brauchen wir nicht. Es geht los, wir gehen die Schmuggelroute. Und da geht's lang. Dankeschön. Also eigentlich haben die Schmuggler es richtig leicht gehabt früher hier in der Gegend. Es ist ja alles ausgeschildert. Dankeschön. So, ein kleines Stück noch, dann sind wir in Belgien. Und ich hoffe, die beiden sitzen inzwischen nicht mehr da. Sonst wird es gefährlich. Hört man das? Hier ist eine Wohnsiedlung der Frösche. Wenn ich das richtig deute, ist das hier die Grenze. Wir sind also jetzt in Belgien.
In dem kleinen Kapellchen haben wir uns natürlich auch in eines der Gästebücher eingetragen. Das ist jetzt der Grenzübergang von Belgien wieder nach Holland zurück. Muss ich Brennnesseln. Okay. Die Hände zum Himmel. Oh, knapp. Wir haben unsere Tour beendet und sind wieder zu Hause. Ja, während Uwe noch etwas nachschaut, möchte ich euch kurz von unserer Wanderung erzählen. Erstmal hat das echt super gut getan. Zum zweiten waren das 8 Kilometer, also diese Schmugglerroute. Da es aber nur ebenerdig war, es gab keine Höhenmeter, war das kein Problem. Auch für den Cooper. Der war nur jetzt wirklich fix und fertig und wir haben noch eine große Pause gemacht, was gegessen, was getrunken und der Cooper hat ein Nickerchen gemacht und jetzt geht's gleich weiter. Aber noch einmal, diese Schmugglerroute bei, ach wie hieß es jetzt gleich, Striebeekse Heide, also wir blenden es nochmal ein, die ist deswegen so sehenswert, weil sie super vielseitig ist. Also ihr habt Wald, ihr habt Moor, ihr habt Weiher, ihr habt grüne Wiesen, Blüten, schmale, verschlungene, verwunschene Wege. Und wenn die Wege breiter sind, sind die sandig. Ja, und es war einfach ein Traum. Total schön. Ach ja, und jetzt geht's halt weiter. Ganz grob Richtung Brügge. Ja, bei unserer Wanderung haben wir ja schon mal die belgische Grenze übertreten auf der Schmugglerroute. Aber jetzt fahren wir ganz offiziell nach Belgien rein. Hallo! Bei dem zweiten Teil der Wanderung kam mir tatsächlich noch die Sonne raus. Und dann sind wir ja nach einer Essenspause und ein bisschen Ausruhen weitergefahren. Und irgendwie hat sich alles wieder zugezogen. Es war nur noch trüb, so dunstig, diesig und vor allen Dingen kalt. Es wurde immer kälter, so von 20 Grad oder knapp 20 Grad auf einmal auf 14. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, und jetzt, wie ihr seht, ist die Sonne wieder da. Die ist aber auch gerade erst gekommen, so vor einer halben Stunde. Wir stehen jetzt hier 15 Kilometer entfernt ungefähr von Brügge. Ich hatte ja schon angekündigt, dass es dahin geht. Also Antwerpen haben wir hinter uns gelassen, so eine Großstadt. Na, mögen wir halt einfach nicht so gerne. Ja, und jetzt schaut mal, wo wir stehen. Sieht doch gut aus, oder? Das ist hier so eine Sackgasse. Vorhin waren noch Angler da. Dann kam noch mal ein Schiffchen vorbei. Ja. Und heute Abend, so bei dem Wetter, können wir schön den Tag ausklingen lassen.
Und morgen geht's dann nach Brügge. Jetzt. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen aus Brügge. Wir schauen uns heute Brügge an. Und nehmen euch mal mit. Und gucken mal so, was es hier so zu sehen gibt. Ja. Auf jeden Fall gibt es mal wieder viele Baustellen. Natürlich haben wir die Süßigkeiten schon alle aufgegessen. Hier stand so ein kleines Eierlikörbecherchen drin, also so in einer Waffel mit Schoko. Mhm. Und dann gab es noch eine kleine Staffel Schokolade und noch so ein... Was ist das? Ein Praliné, würde ich mal sagen. Cool. Alles zu dem Kaffee dazu. Genau, und hier konnte man auch, weil das ja das Haus des Tieres ist oder sowas ähnliches hier, konnte man hier auch immer so kleine... Probiergläschen bestellen, also so verschiedene Sorten halt. Ich habe so Tabletts mit irgendwie 6 bis 8 verschiedenen kleinen Bieren drauf und dann so ein paar Snacks, Nüsse und so weiter. Das ist echt super. Sieht da was? Ah, okay.
Belgische Fritten müssen natürlich sein. Und zum Abschluss gehen wir noch durch den Königin Astrid Park. Highlight in Brügge war das To Be in Brügge. Da ging es ja um 1000 verschiedene Biere. Da wir leider ohne Frühstück frühmorgens da waren, haben wir uns da nur einen Kaffee gegönnt, aber haben das trotzdem beobachtet, das Geschehen zu beobachten und alles drumherum. Jede Ecke ist da ausstaffiert mit irgendwelchen Bierflaschen, noch nie gesehen. Das war wirklich klasse. Man konnte so kleine Probebier? Nee, es gab so Sets, so ja. Kleine Tabletts konnte man bestellen. Da konnte man 4 bis 8 verschiedene kleine Biere in so Mini-Biergläsern bestellen. Das waren so 0,1, war das? Ja, und da gab es dann Snacks dazu. Und wir hatten ja zu dem Kaffee auch alles Mögliche dazu. Nur da wir so hungrig waren, haben wir es natürlich wieder zu spät gefilmt. Wir sind ja unmöglich. Aber es ist eine absolute Empfehlung. Also wer in Brügge ist, geht dahin. Was sicherlich auch sehenswert ist, ist das Biermuseum. Auf jeden Fall einen Besuch wert, ist das Torture de Augustin. Das ist auch ein Museum, und zwar ein Foltermuseum. Da war auch ein ganz schöner Andrang, und wer sich nicht gruselt, sollte da mal reingehen. Das ist eines der ältesten Gefängnisse. Genau, der ältesten Gefängnisse Europas. Okay, wir sind jetzt gerade auf einer schmalen Straße über die Grenze gefahren und befinden uns in Frankreich. Es stand nirgendwo ein Schild. Ganz komisch. Das sieht, glaube ich, nach einem ziemlich guten Platz aus, um den Nachmittagskaffee zu mahlen. Das kann man noch genießen. Wir bleiben auch heute hier, haben diesen schönen Platz gefunden für uns. Und morgen geht es dann weiter zu einem Termin. Wir haben morgen Mittag einen Termin, verraten euch aber noch nicht was. Also, lasst euch überraschen. Um direkt am Wasser zu sitzen, ist der Wind zu kalt. Aber hier geht's. Und wieder beenden wir unser Video mit einem tollen Sonnenuntergang. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem tollen Kommentar. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr das noch schnell machen, damit ihr unseren Termin nicht verpasst. Bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund. Und tschüss.